ist immer für einen Spruch da, er ist immer für einen Spaß zu haben. Er lacht viel, er sorgt für eine gute, lockere Stimmung in der Kabine. Brian, war es immer wichtig, dass eine gute Harmonie in der Mannschaft herrscht? In der Kabine machen wir sehr viele Späße mit den Jungs und da bin ich oft dabei. Ich glaube, für die Stimmung in der Kabine und dann auch auf dem Platz ist es sehr wichtig. Ich weiß nicht, er ist einfach so ein offener Typ, der macht gerne Sachen, so wie zum Beispiel mit dem Paddleboot. Der will einfach gute Laune verbreiten. Macht es überhaupt ein Bild? Ihm kann man über alles reden. Ein herzensguter Mensch. Sehr ehrlich, bin immer als sehr ehrlich wahrgenommen. Als sehr hilfsbereit und unterstützend. Auf dem Platz ist es dann aber um 180 Grad gedreht. Da geht es um Leistung, da geht es um Gewinnen wollen und da geht es um Tore schießen. Wir lassen nicht nach, wir sind da! Schneller Spieler mit Ball, ich kann sehr, sehr gut dribbeln. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der gewillter ist, in 1 gegen 1 zu gehen als Brian, der selbst wenn er ein-, zweimal hängen bleibt, er weiß, beim dritten und vierten Mal wird er den Gegner knacken. Straßenkicker, Straßenköter, einfach drauf los, 1 gegen 1. Einer, der sich wenig Gedanken darüber macht, was passiert, der einfach macht. Ich finde, da steckt ganz viel Gefühl drin, ganz viel Instinkt. Ich glaube, das ist das, was ihn auszeichnet. Sehr ehrgeizig. So habe ich ihn immer wahrgenommen. Kenne ihn seit der U12, damals als Elfjährigen wahrgenommen beim KSC und oft gegen ihn gespielt, was oft unangenehm war. Und dann ja, haben sich dann irgendwann die Wege wieder gekreuzt. Irgendwann ist er hierher gewechselt in der U15. Aber vor allen Dingen auch so die kleinen Momente, wie oft ich ihm auch auf Nerven gegangen bin, ja, dass er einfach den nächsten Schritt weitermacht, dass er dran bleibt und also diese kleinen privaten Momente bleiben halt. Ja, genau das will ich nicht hören, Brian! Er hat dann einfach das Richtige gesagt gehabt, dass wir das bis Ende jetzt verteidigen müssen. Wir vertrauen unseren Trainer schon, der sagt schon immer fast das Richtige. Das Größte, was wir natürlich erlebt haben, ist die U19-Meisterschaft. Natürlich auch, dass wir fast zeitgleich so zu den Profis hochgekommen sind und uns gegenseitig immer unterstützt haben. Gar keine Eingewöhnungszeit gefühlt gebraucht, sondern einfach direkt gemacht und sich getraut und immer sehr erfrischend. Das kam gut an. Damit ist er ein paar Mal auf die Schnauze geflogen, klar. Aber der Kerl ist immer wieder aufgestanden. Ich glaube, auch das zeichnet ihn aus. Ich hoffe, dass er irgendwann, was auch sein Traum ist, Champions League gewinnt, auch Weltmeister wird, viele Titel einfach sammelt und dann wird man hier sicherlich auch über ihn reden. Ich hoffe, Brian wird nie vergessen, wo er hergekommen ist und das wird er auch nicht. Und ich denke, dass wir über einen hervorragenden Fußballer dann in 10 Jahren noch denken, der die Premier League erobert hat.